Willkommen zurück zu Let's Play Risen, zu einem der finalen Parts. Wir müssen zu Eldric, der die Titanrüstung schmieden muss. Teleport östliche Vulkangrotte? Nein, 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 östliche Ostküste. Dort ist nämlich der Kerl und das machen wir jetzt auch. Ha, ich bin richtig aufgeregt, wir haben das Spiel fast durch. Das heißt fast, ihr wisst, was ich meine. So, dann wollen wir mal auf zu Eldric. Komm, ich weiß, wo Eldric ist. Mit Hilfe der Karte. Ja, dann schmiedet er die jetzt und dann können wir erst den Inquisitor töten und dann gegen den Titanenlord antreten. Ah, ja. Mein längstes Projekt neigt sich dem Ende zu. Richtig gut. Richtig gut. Ja, ja, ha. Ich rede einfach nicht. Wir genießen einfach die ganze Atmosphäre. Oh, immerhin ist der Kerl da. Ich habe jetzt schon gedacht, ich muss den schon wieder suchen. Ich habe hier Teile einer Rüstung. Kannst du sie reparieren? Solltest du da nicht besser zu einem Schmied gehen? Sie ist magisch. Es ist die Rüstung des Titanenlords. Verstehe. Du hast sie also gefunden. Komm mit. Oh Junge, ich hatte gerade noch eine Flasche in der Hand. Ey, Hilfe. Also jetzt hier, ne? Ich schätze mal, habt ihr jetzt gerade gehört und ich habe die ganze Kohlensäure rausgemacht, da ich gerade richtig schön geschüttelt habe. Oh, der Runentisch. So, da sind wir. An diesem Ort können wir die Rüstung reparieren. Gib mir die Rüstungsteile. Hier sind die Rüstungsteile. Gut, dann lass uns beginnen. Haha, episch. Boah, magisch. Kollege, bist du ein... Es ist vollbracht. Das, was geteilt war, ist vereint. Hier ist die Rüstung. Oh, oh, oh. Rüstung des Titanenlords, jetzt sind wir im Viel Bar. Glück. Ja, guckt euch das mal an. Richtig geil. Wo ist der Titanhelm? Komm, das muss jetzt alles passen. Super, wo müssen wir jetzt hin? Na, ich glaube, wir gehen mal besser zu Ursig, oder was? Boah, guckt euch das mal an. Geil. Vulkanfestung. Jetzt ist der Inquisitor dran. Ich kann nicht mehr so laut reden, müsst ihr verstehen, da ich nicht alleine in diesem Hause bin. Und auch jetzt zu dieser etwas späteren Stunde nicht mehr. Ach, ihr wisst, was ich meine. Jetzt geht's los, das Finale beginnt. Genießen wir die letzten Minuten, bevor wir dem Inquisitor gegenübertreten. Und ich schätze mal, jetzt kommt erstmal noch dick viel Dialog. Sind wir hier? Meine Fresse. Jetzt muss ich diesen ganzen Schrott erst wieder durchlaufen. Ich hoffe, ich laufe überhaupt richtig. Das wäre mal übelst peinlich, ne? Aber Nautilus müsste gehen. Zeig mal, Nautilus, da ist er. Ach ja. Langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende. Und zack, wieder groß und weiter. Das müssten wir aber bald. Fertig sein. Hm. Irgendwie
passt hier gerade was nicht. Oder ich meine das nur. Oh, ihr Pisskinder. Nee, so irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir falsch sind. Aber meint ihr, ich habe noch einen Plan, wo wir zur Halle kommen, wo der Kerl war? Oh Mann. Oder haben wir einen Teleportstein dahin? Ich glaube aber nicht. Ne, haben wir nicht. Ne, östliche Vulkangrotte ist nicht auf jeden Fall nicht das, was wir suchen. Also irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen verarscht. Nur ein bisschen. Es ist jetzt das Geile. Jetzt hat man keine großen Aufgaben mehr. Jetzt verliert man so einfach. So. Sollten wir jetzt nochmal da runterfallen, lade ich einfach den Quicksave. Aber dieses Mal nicht. Wir sind falsch. Richtig falsch. Oh, oh, oh. Meint ihr, ich wüsste noch, wie man da hinkommt? Naja, lassen wir uns Zeit. Genießen wir noch die letzten Stunden im Vulkantempel. Ich teleportiere mich jetzt nochmal komplett neu zur Vulkanfestung. Irgendwie muss ich da jetzt ja reinkommen. Nochmal von Anfang. Heiltränke kann ich, glaube ich, im Endkampf sowieso nicht benutzen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. So. Ach, wo bin ich denn lang gegangen? Das ist doch hier einfach nur geradeaus. Boah, ich bin so ein Depp. Johnny Depp, haha. Nein, nicht Johnny Depp. Dann wäre ich reich. Ach, jetzt ist das doch hier wieder Pipoa einfach. Ah. Hier vorne müsste doch der gute Ursegor gleich irgendwo sein. Ja, doch. Da ist er. Bist zurückgekehrt. Hast du die Rüstung? Ja, ich habe alles. Gut, dann ist es soweit. Ich spüre es. Oh, ich kribbel, bei mir kribbelt's mal. Der Titan ist frei. Noch hat er nicht seine alte Kraft wieder, doch mit jeder Minute, die du wartest, sammelt er seine Kräfte und wird stärker. Du hast nicht viel Zeit. Noch einen Schluck getrunken und jetzt geht das Finale los. Haha. Was soll ich tun? Geh zum Tor. Der Titan wird sein Gefängnis bald verlassen. Dort musst du auf ihn warten. Ich trinke noch mal einen Schluck. Speicher erneut. Speichern. Das Ende ist nah. Haha. So, mein Freund, jetzt kriegst du aufs Maul. Ich wusste, dass du zurückkehren würdest. Doch es ist zu spät. Das Tor ist geschlossen.
und der Titan wird sich erheben. Tritt beiseite! Niemals! Du wirst Platz machen, so oder so. Du hast nur eine Kleinigkeit übersehen. Ohne Okular wirst du den Titanen nicht einmal sehen können. Ach ja? Dann werde ich mir wohl deins nehmen müssen. Glaubst du etwa, du kannst gegen mich gewinnen? Du trägst Ursegors Rüstung. Aber dir fehlt der Wille zum Sieg. Und deshalb wirst du, wie alle anderen, untergehen. Tja! Komm, mein Freund. Komm, mein Freund, jetzt wird getanzt. Oh. Oh. Ja. Oh. Ist aber auch ein billiger Stock, den er da hat, ne? Oder kommt mir das gerade nur so vor? Ja. Er guckt sich das da vorne genüsslich an. Komm, mein Freund, so langsam ist Sense. Na, aber so langsam habe ich auch ein bisschen Schaden kassiert. Fuck. Ja, ja, dann brauche ich halt ein zweites Mal gegen dich. Ich hab doch noch ein Berserk, ich hab doch noch eine Aschebestie. Wollen wir mal machen? Och Mist, jetzt muss ich den ganzen Dialog nochmal hören. Den werde ich aber überspringen. Ne? Hab da ja nichts gegen, ne? Tritt! Ah, klar. Komm. Du bist geschickter als die dummen Echsen. Weißt du was? Dann dauert es zwar ein bisschen länger, aber ich krieg dich auch so kaputt. Bewegt sich viel zu schnell, der Kerl. Boah, Kollege, meinst du echt, dass ich dich jetzt nach der ganzen Zeit noch gehen lasse? Jetzt bist du dran, mein Freund. Ich bin ein Feigling und nutze diese Taktik auch. Ja. 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 Tja, mein Freund. Hihi. Was holen wir uns jetzt erstmal von dir? Und das Okular. Jetzt wird abgerechnet. Hast du nichts zu tun? Doch, und jetzt wird aufgemacht. Hä? Ach so, jetzt muss ich den Schlüssel hier, das Okular oder was? Nee. Hä? Muss ich jetzt den Zellenschlüssel da reinpacken oder weh? Oder wie? Oder habe ich da jetzt irgendwie was vergessen bei ihm? Zeig mal, wo ist er denn, Inquisitor Mendoza?
Ach so, Ursegors Schädel muss ich da drauf packen. Ist klar. Super. Dann machen wir das jetzt und das Ganze wird auf sein. Ursegors Schädel. Wo ist das Okular? Ich muss das aufsetzen, soweit ich weiß. Jetzt geht es ab, Freunde der Sonne. It's the final countdown. Da ist er. Gleich schon tot, ey. Au, 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 da habe ich jetzt erstmal einen Brocken vor mir. Musik ist aber gut. Geht ins Blut. Ich muss mich mal an die Anweisungen da halten. Da, wo der Boden leuchtet. Verdammt. Wieder nicht aufgepasst. Das ist jetzt eine Gedulds... Entweder ist das eine Geduldssache. Oder eine Könnenssache. Verdammt. Ja, ich bin gestorben, ich weiß. Jetzt sind wir gleich tot. Ey, wie soll man das schaffen? Mal ganz ehrlich. Ich komme mir gerade so hilflos vor.
finde, man merkt nicht, dass der Kerl schwächer wird. Das ist das, was mich gerade so ein bisschen stutzig macht. Ich würde jetzt am liebsten nochmal in die Komplettlösung reingucken, aber ich will ihn irgendwie so schaffen. Das wird nichts. Ich sehe das kommen. Da sitze ich jetzt mindestens eine Stunde bald dran. Ich merke das. Das wird eine Stunde dauern. Weil ich jetzt nicht peile, wie ich den Kerl kaputt kriege. Wir sind sofort wieder, ich guck mal eben kurz nach. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt ein bisschen Rat geholt durch Internet. Und weiß jetzt auch, dass ich dem Kerl erstmal nichts anhaben kann. Ja, das überlebe ich natürlich jetzt nicht. Ja, super. Boah, ich sehe das kommen. Das dauert ewig, bis ich den Kerl mal kriege. Aber wenn er sich hinkniet, ist er verwundbar. Das ist schon mal die halbe Miete. Nee, ein Viertel der Miete. Sobald er diese Kugeln hier schießt. Wieder verkackt, ja. Da muss ich jetzt auch noch so ein bisschen was finden. Also wenn der stampft, hochspringen. Wenn der seine Laserdinger macht, weglaufen. Das ist aber auch ein tricky Gegner. Wieder verkackt. Das werde ich nicht gebacken kriegen. Ich merke das. Ich treffe den ja nicht mal ein zweites Mal. Und ich meine, ich habe gelesen, 5 bis 6 Treffer braucht dieses Kerlchen. Oh, oh, oh.
Da habe ich jetzt nicht aufgepasst, aber wir haben ja schon mal... Ich glaube, dreimal haben wir schon getroffen. Das kriegen wir hin. Ich habe auch Mongoose in 13 besiegt, also ist dieser Feuertitan ein Klacks, vor allem weil wir auf der Schwierigkeitsstufe leicht spielen. Wieder verkackt. Ja, ich meine jetzt der total an der falschen Stelle gespeichert. Oh. Ja. Verloren. Ja, verloren. Super. Geduld ist alles. Gleich. Ich bitte dich, dass wir ihn gleich haben. Nein. Nicht ernsthaft. Das ist jetzt gespeichert da, wo er gestorben ist. Wir können den ganzen Gegner nochmal neu machen. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist nicht wahr. So, weiter geht's. Das Spiel ist abgestürzt, wie ihr mit Sicherheit gehört habt. Und nun müssen wir nochmal gegen dieses Vieh ran. Was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Jetzt, wo wir wissen, wie wir gegen das Vieh kämpfen.
Fuck, getroffen. Wir sind wieder tot, das finde ich super. Das verkacken wir jetzt 100 pro. Attackier uns wenigstens wieder. Er muss sich hinknien. Komm du Hund, attackier mich. Ja, komm. Ey, ich habe das Gefühl, ich hab den gleich. Glaub es nicht, Freunde. Ich hab es gepackt. Boah, ich bin stolz auf mich. Klingt ein bisschen kindisch, aber wir haben Risen geschafft. Episch. Die Sequenz episch. Der Kampf episch. Die Macht des Titanen.
wird die Insel auch weiterhin schützen. Eine der letzten Enklaven der Menschheit wurde gerettet. Du denkst, hier endet die Geschichte? Nein. Was hier geschehen ist, ist nur der Anfang. Der Kampf gegen die Titanen hat gerade erst begonnen. Komm, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Tja, Freunde, das war's damit. Risen ist beendet. Mit der Abschlussrede haben sie noch auf den zweiten Teil hinausgeblickt oder haben auch schon ein bisschen darauf vorbereitet. Wir haben es nun echt geschafft, nach 130 Parts, 132, ich weiß es gerade ernsthaft nicht. Ihr werdet es hinterher sehen, inwieviel ich es geschnitten habe. Jetzt ist die Musik ein bisschen laut, ich rede einfach selber ein bisschen lauter, dann klappt das. Ich bin richtig froh, es durchzuhaben. Es war aber trotzdem, nicht, dass ihr denkt, ich habe dieses Spiel gehasst. Es war geil, es war das erste Rollenspiel, was ich wirklich durchgespielt habe. Größtenteils eigentlich ohne Cheats. Kann man sagen. Ja, ohne Cheats. Also, ich habe zwar in die Komplettlösung geguckt, aber ich habe ja auch nicht blind in den Titel geschrieben. Aber das Spiel ist geil gewesen. Man muss echt sagen, geil gemacht, Grafik geil, Story geil, Charaktere waren super, Hauptcharakter war super, alles war eigentlich super. Es war ein richtig geiles Rollenspiel. Jetzt mal zu der Frage, ob ich Risen 2 Let's Playen werde. Ich glaube nicht. Ich werde es selber privat zocken, hundertprozentig, auf jeden Fall. Aber nicht als Let's Play. Ich werde nicht der Rollenspiel-Let's Player, aber ich habe ein Rollenspiel-Let's Play. Das war so das, was ich auf jeden Fall machen wollte. Und Risen hat sich dafür gerade angeboten. Jetzt gucken wir uns noch die restlichen Credits an. Jetzt habe ich alle Projekte fertig aufgenommen. Ich bin richtig froh gerade. Ich hoffe, euch hat Risen wirklich gefallen, so wie es mir beim Aufnehmen gefallen hat. Es war ein richtig, richtig schönes Spiel. Da hat uns Deep Silver als Publisher und Piranha Bytes als Entwickler, ich hoffe, das war jetzt richtig rum. Wenn nicht, entschuldige ich mich dafür, aber nee, doch, Deep Silver war der Publisher. Richtig geiles Spiel, ich freue mich richtig auf Risen 2 Dark Waters, wie die Geschichte der Titanen weitergeht oder dem Kampf gegen die Titanen. Ja, wir haben es durch. Vielleicht render ich sogar heute noch durch, dass ich es heute fertig habe. Und dann... richtig geil. Richtig geiles Spiel. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute es sich bis zum Schluss noch angeguckt haben. Ich bin richtig froh, es durchzuhaben. Weil es für mich selber so eine Art... Ja, Musik wird doch noch lauter. Für mich war es wirklich so eine... Geduldsprobe, ob ich es schaffe, das Projekt wirklich bis zum Schluss durchzuhalten. Und ich habe es gemacht. Das ist das, was ich machen wollte. Und deswegen... Und gegen Ende hin war der Titan eigentlich gar kein Problem mehr. Jetzt, wo man weiß, wie der ganze Ablauf war. Ja, jetzt kommen die Deep Silver Franzosen, die die französische Version gemacht haben. Richtig gut. Richtig gut. Ja, der Part müsste jetzt, wenn meine Uhr hier richtig ist, müsste dieser Part jetzt über 40 Minuten gehen, aber ich bin richtig froh, es gemacht zu haben. Ich hatte zwischendurch echt überlegt, das Projekt abzubrechen, aber ich bin richtig froh, dass ich es nicht getan habe, dass ich dieses Projekt weitergeführt habe. Und ich hoffe, man hört mich jetzt noch vernünftig. Weil ich echt glaube, dass die Musik zu laut ist. Aber egal. German Voice Recordings. Ich trinke mal eben noch einen kurzen Schluck. Wir haben jetzt 10:30. Ich nehme seit 8 Uhr nehme ich auf, also jetzt so 2,5 Stunden. Richtig gut. Voice Talents, so langsam müsste es aber auch mal zu Ende sein, finde ich. Aber ja, jetzt kommen noch die ganzen Voice Talents. Ja. Gucken wir sie uns noch an. Ich bin ein bisschen leise. Ich genieße das gerade. Esteban Ursegor. Hero. Gus Gallagher. Hier hätte man bei der deutschen Synchro drauf achten sollen, wer ihn spricht.
Ich kann Risen wirklich wärmstens empfehlen. Also wer ein gutes Rollenspiel will. Ich bin jetzt nochmal nicht der Gothic-Fan, also nicht Fan. Also jetzt werde ich vielleicht mal ein Gothic-Fan. Nochmal so. Aber als Nicht-Gothic-Spieler kann ich sagen, das Spiel war richtig geil. Und ich werde mir auf jeden Fall Gothic 1 und 2 mal angucken. Ich habe sie beide hier selber noch nicht gespielt, aber ich bin nämlich einer, der sich sehr gerne Spiele kauft und sie dann erstmal nicht anrührt. Hauptsache man hat sie, dann kann ich sie irgendwann spielen und gut ist. Aber ich werde mir Gothic 1 und 2 werde ich mir in Sommerferien, glaube ich, mal richtig schön gönnen. Weil für ein Rollenspiel braucht man wirklich Zeit. Ich werde hundertprozentig auch nochmal Risen durchzocken, nochmal in einer anderen Richtung. Wenn ich die Zeit dazu finde. Jetzt als Let's Play war es super. Peter Schumacher, auch mein deutscher German Team. Mal gucken, wie viele Leute noch dran mitgearbeitet haben. Manual Text Design, natürlich. Boah. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Jetzt kommen noch die ganzen Publisher und Videodesigner. Ja, die Videodesigner sind das jetzt ja alle. Tja, Freunde, das war Risen. Richtig geiles Spiel. Das Ende war jetzt auch nochmal richtig geil. Ich werde mir Risen 200%ig holen, wenn es im Februar? Kommt das Februar raus? Oder April? Ich weiß es nicht. Ich werde es sehen. Ihr werdet es sehen. Und ach, ist das jetzt nochmal das Designer-Team? Risen, a Piranha Bytes Game. Copyright 2009. Damit bedanke ich mich fürs Zugucken. Bedanke mich bei denjenigen, die es sich wirklich bis zum Ende angeguckt haben. Ich hoffe, es gibt welche. Ja. Wir haben es geschafft. Ein Tag, 7 Stunden, 4 Minuten. Ich werde mir hinterher gucken, wie viele Stunden ich dran gesessen habe, wenn ich es fertig hochgeladen habe. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Bis zu den nächsten Projekten. Oh, das hat so Laune jetzt gemacht, diese letzten 2 Stunden. 3 Stunden vielleicht. So zweieinhalb Stunden. Und ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Bis zu den kommenden Projekten. Tschüss.